Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Flacher Bauch, starker Rücken. Wir wollen heute alle Muskeln rund um unsere Körpermitte stärken. Das sind die tiefen Schichten, aber auch die oberflächlichen Schichten unserer Bauch- und unserer Rückenmuskulatur. Die tiefen Schichten sind ganz besonders wichtig für unsere Aufrichtung, für einen gesunden Rücken und Aufrichtung bedeutet auch, dass der Bauch noch flacher wird, also auch für die Figur sehr wichtig. Einfach mitmachen, so wie es für dich okay ist. Pausen sind erlaubt, natürlich, und du kommst zuerst in eine große Grätsche. Deine Knie zeigen in Richtung Fußspitzen. Jetzt schau mal, dass die Knie ein bisschen durchlässig sind und kontrolliere deine Haltung. Dein Brustbein hebst du nach diagonal oben an. Den Blick in den Horizont richten, also ganz leicht nach vorne unten abfallend. Und jetzt zieh mal bewusst die Schultern hoch, atme ein und wenn du ausatmest, ganz bewusst nach hinten unten. Einatmen hoch und ausatmen, ganz bewusst nach hinten unten. Gleich nochmal ein und aus. Das Ganze noch zweimal. Merk dir diesen Ist-Zustand von nach unten ziehen, denn da hätten wir die Schultern gerne, also wirklich ganz tief hinten unten. Und jetzt gehst du einmal nach rechts, atme aus, einmal nach links. Bleibe stabil in deiner Körpermitte. Du kannst mal den Bauchnabel sanft nach innen ziehen, das Wort Ich sagen, genau. Und deinen Brustkorb, deine Brustwirbelsäule zuerst richtig schön durchbewegen. Dann kommst du zur Mitte zurück und versuchst jetzt deine Arme nach vorne sinken zu lassen, also Handflächen vor, an die Oberschenkel, vielleicht sogar an die Innenseiten. Werde rund, atme ein und führe deine Arme hinten an dein Gesäß oder an deine Oberschenkelrückseite. Ganz wichtig, das Brustbein heben, ausatmen rund und einatmen, Brustbein heben. Dein Tempo, dein Rhythmus, deine Bewegungsweite. Nochmal. Bleib jetzt hier in der Mitte und lass die Arme schwingen nach rechts, nach links und zwar ganz locker. Aber dein Becken hältst du bitte ganz ruhig und stabil. Einfach so um den Körper schlenkern. Mach weiter, ich komme wieder zu dir. Die Rotation ist eigentlich ganz wichtig für die Wirbelsäule, denn die ernährt unsere Bandscheiben, sind also wichtig für unsere Rückengesundheit. Jetzt werde etwas größer, lass die Knie mal weicher und heb eine Ferse ab, sodass du jetzt auch dein Becken mitbewegst und die Bewegung in deiner ganzen Wirbelsäule jetzt ausführst. Also Spannung im Bauch, Schulterblick, das heißt, die Halswirbelsäule geht mit. Deine Brustwirbelsäule, deine Lendenwirbelsäule. Ganz langsam zur Mitte einpendeln, sodass du wieder gut stehst, gut stabil vor allem stehst. Und dann nimmst du deine Hände vor deinem Brustbein zusammen, Handballen drücken, Schultern sind tief. Und jetzt versuchst du, Knie beugen, ein bisschen zu rütteln, ganz kleine, schnelle. Rüttel und spüre, welche Muskulatur dich hier stabilisiert. Das sind die tiefen Schichten der Bauchmuskulatur, die tiefen Schichten rund um deine Wirbelsäule. Lass den Nacken entspannt und lass deinen Atem fließen. Und du musst auch gar nicht so viel Wiederholung machen. Noch 4, 3, 2, halte, stopp und stütze dich auf deine Oberschenkel, geh mit dem Oberkörper nach vorne. Rücken ist immer noch gerade. Und jetzt ziehst du einmal rechten Daumen Richtung Decke und einmal den linken.
Du kannst den Arm auch weiter nach außen öffnen. Wichtig ist, dass die Schultern locker entspannt bleiben. Deshalb auch Daumen nach oben. Dann hast du deine Schultern eher auch unten. Nochmal, immer im Wechsel. Rückenstreckmuskulatur. Dann löst du nochmal wieder auf, richtest dich auf, nimmst deine Hände an dein Brustbein und rüttelst ganz kleine, schnelle. Wieder den Nacken entspannen, den Atem fließen lassen. Die letzten. Noch 4, 3, 2, 1, halte und noch einmal nach vorne kommen, aufstützen und rechten Daumen, linken Daumen Richtung Decke. Dein Rhythmus, dein Tempo. Versuche jetzt beide Arme nach oben zu strecken, nur wenn es geht, sonst bleibe bei den einzelnen Bewegungen. Nochmal hoch. Da merkst du schon, der Hebel wird länger. Das ist wirklich gleich anstrengender. Noch einmal. Richte dich auf. Komm hoch und ein letztes Mal Schultern zurück, Handballen und rütteln. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 halten. Letztes Mal aufstützen und jetzt, wenn du möchtest, rechten Arm, nimm den linken auch gleich mit nach oben und hacke hier in Verlängerung deiner Wirbelsäule mit den Armen. Du kannst auch einzeln die Arme hoch und tief bewegen. Du möchtest noch 4, 3, mal weiter, 2, löse, richte dich auf und entspanne. Und zwar roll den rechten Fuß von der Fußspitze auf die Ferse ab, den linken, und bewege jetzt deine Schultern zurück. Räkel dich hier ruhig so ein bisschen, nimm die Hüftgelenke mit, nimm die Ellbogen vielleicht auch mit. Einfach mal dich lang ziehen, vielleicht lange Arme, dich strecken. Ganz genüsslich jetzt, deine Muskeln durchbluten, deine Faszien bewegen. Das kann aussehen, ganz egal wie. Dann löst du die Arme, nimmst deine Arme hier zur Seite und wirst etwas größer. Und zwar verlagerst du dein Körpergewicht nach rechts, nach links. Hier lang strecken, Bauchnabel nach innen, Brustbein heben. Seitliche Rumpfkraft spüren. Jawohl, immer auch hier wieder in deinem Tempo. Bleib auf einer Seite, stopp. Nimm die äußere Hand hinter den Kopf. Jetzt kannst du gern mit dem Fuß runtergehen, du musst nicht in der Luft bleiben. Und versuch deinen Oberkörper und dein Bein, die Hand und den Fuß zueinander zu ziehen und wieder lösen. Rück unten tippen, nochmal hoch, schrägen Bauchmuskeln. Yeah.
Geht. Noch einmal. Komm, komm. Und löse auf. Entspanne kurz. Standbein hast du bestimmt auch gespürt. Wechsel gleich zur anderen Seite. Komm hoch. Hand hinter den Kopf. Knie Richtung Fußspitze. Und seitlich hochziehen. Noch 5, 5, 4, 3, 2 und absetzen. Hierher Schultern tief, kurz lockern. Jetzt merkst du bestimmt Spannung im Bauch. Jetzt kannst du entweder hier stehen bleiben oder vielleicht möchtest du auch die Fersen etwas anheben. Knie sind gebeugt. Mach das so, wie du es jetzt, wie du dich wohlfühlst, denn jetzt kommen die Arme in Bewegung. Schau mal, ich mach mal weiter. Ganz kleine Bewegung vor, zurück. Entweder auf den Fußspitzen oder auf dem ganzen Fuß. Wenn du wackelst, trainierst du deine Bauch- und Rückenmuskulatur, machst den Bauch noch flacher und den Rücken noch stärker und aufrechter. Atmest du? Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Runter auf die Fersen, kurz die Beine lockern. Puh, die Hände vorne schließen. Lass die Ellbogen ruhig am Körper aufgerichtet bleiben. Und jetzt heb deine linke Ferse an, dreh dich ein Stück nach rechts. Wenn du jetzt zurückkommst, schau mal, versuchst du, dich abzubremsen. Das heißt, aus der Rotation rechte Ferse hochdrehen und dann dich abbremsen. Merkst du das? Dein schräger Bauchmuskel, der bremst dich. Nochmal Seite und dynamisch und Seite. Vielleicht hast du schon öfters gemacht, dann kannst du natürlich die Arme auch lang strecken und die Bewegung mit gestreckten Armen machen. Ich bleibe jetzt bei dir. Nochmal, Seite, dynamisch, schnell, langsam, abbremsen. Letzten 4, 4, 3, 2, und stopp. Löse auf. Handflächen nach vorne zu mir. Knie etwas beugen, aufrichten, Fersen heben und ganz kleine Bewegung vor, zurück. Können die Fersen nach unten sein, aber vielleicht merkst du, dass es dir leichter fällt wie vorher. Tempo. Atmen. Noch 4, 3, 2. Sehr schön. Komm runter auf deine Fersen. Nach unten locker deine Beine aus. Atme ein. Streck dich. Beweg deine Beine, deinen ganzen Körper mit. Trete. Roll deine Füße ab. Wenn du deinem Bauch und Rücken was Gutes tun möchtest, dann fang doch in der Früh gleich an mit auf einem Bein Zähne putzen. Bei der Hälfte der Zeit wechseln die Seite. Oder du denkst an mich, wenn du irgendwo anstehst, an der Kasse oder so, dann ganz unauffällig einen Fuß vom Boden lösen. Nur so ein bisschen. Dann hast du schon ein super Bauch- und Rückentraining. Öffne deine Arme. Zieh die Ellbogen zurück. Nimm ein Bein und kreuze und nimm jetzt deinen ganzen Oberkörper auf die Seite. Spür die Dehnung in der Seite. Dann löse andere Seite. Erstmal wieder aufrichten, zur Seite ziehen und lang machen.
Wieder auflösen. Vorsicht. Beide Beine in die Grätsche. Stütz dich auf, mach deinen Rücken ganz rund, den Kopf nach innen. Mach deinen Rücken nochmal ganz gerade. Nochmal ganz rund, Kopf rein. Ganz gerade. Und rund. Und wenn du gerade bist, bleibst du, richtest dich wieder auf. Kommst hoch, stellst dich hüftschmal auf, ziehst die Schulter nach oben, atmest ein. Ausatmen, bewusst nach unten. Ein. Aus. Noch einmal einatmen, ganz bewusst tief ziehen, entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen, sehr schön. Ich hoffe, du hast jetzt ein Gefühl für einen flachen Bauch, einen starken Rücken. Sehr gut, also wie gesagt, was es wirklich bringt, sind so kleine Bewegungen im Alltag, so kleine Übungen im Alltag, Balance, Gleichgewicht, fordere dich heraus oder zieh einfach mal sanft den Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule zwischendurch. Und du wirst sehen, das bringt auch wirklich Erfolg, so kleine Übungen auch zwischendurch. Wenn du möchtest, kannst du auf meinem YouTube-Kanal einfach mal in die Playlists auch schauen oder du kannst in die Suchzeile von YouTube Gabi Fastner und Bauch eingeben oder Gabi Fastner Bauch im Stehen oder Gabi Fastner Bauchmatte, wenn du auf dem Boden Übungen haben möchtest. Also so kannst du auch jederzeit danach suchen. Vielleicht sehen wir uns ganz einfach beim nächsten, egal welchen Workout, würde mich freuen. Und wenn du Lust hast, könntest du meine Arbeit wertschätzen. Vielen Dank natürlich. Der Link ist unter dem Video in den Beschreibungen, heißt Steady. Deine Unterstützung mit monatlich 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, was du willst, könntest du mich unterstützen. Dankeschön. Oder wie gesagt, ganz einfach, bis zum nächsten gemeinsamen Training. Freue mich schon.